2012 zeigte Land Rover das Evoque Convertible als Concept-Car auf dem Genfer Autosalon, um das Interesse für ein SUV Cabrio zu testen. Schon damals sah es fertig für die Produktion aus. Jetzt wurde dieser Prototyp auf dem Nürburgring erwischt. Auch wenn er noch voll getarnt ist, sieht man schon kosmetische Unterschiede zum regulären dreitürigen Evoque. So ist der Frontspoiler größer und anders geformt, angelehnt an ein geplantes Facelift des geschlossenen Evoque, das hier beim Cabrio schon umgesetzt wird. Am Heck wurde ein Spoiler hinzugefügt, der für Abtrieb sorgen soll, wie bei der ersten Generation von Audis TT Roadster. Der Kofferraum musste mit einer kleineren Öffnung neu designt werden. Land Rover verspricht, dass sich das faltbare Verdeck in rund 20 Sekunden schließen und öffnen lassen soll. Durch die nötige Versteifung des Cabrios im Bodenbereich wird es rund 100 Kilo schwerer sein als die geschlossene Version. Bereits auf der IAA könnte das Evoque Cabrio präsentiert werden. Marktstart soll 2016 sein.